Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Captain Morgan. So spannend wie das ist, ist es Morgan. So, sechs Tanten. Die Docks. Endlich ruckelt's wieder. Wir gehen nochmal auf die Windsor Maid. Wo willst du hin? Den Vater nerven. Schau. Papa? Ja, Morgan? Papa, du musst mit mir zum alten Haus kommen. Es ist Mama. Jetzt machst du dich lustig. Machst du dir keine Gedanken um die Gefühle deines Vaters? Natürlich. Genau deswegen ist es wichtig für dich mitzukommen. Na, das lief hervorragend. Haha, das hast du gut gemacht, Morgan. Wo willst du hin? Na, hier runter. Das bringt ja alles nichts. So, wir haben ja hier Knilch schon das Hemd gegeben, ne? Unser letztes Hemd. Ja, dann können wir ihm jetzt noch die Decke geben. Diese Decke ist ein schönes Geschenk für das Hochzeitspaar. Sie ist zu klein. Sie wird das Doppelbett nicht abdecken. Die Decke ist für ihr Kinderbett. Ah, dann ist es ein perfektes Geschenk. Danke. Beeilen Sie sich. Wir sind sowieso schon zu spät. In der Tat. Manuel, du kannst uns jetzt zu Signor Briscos Haus fahren. Ja, Morgan. So, was haben wir denn hier? Eine Glocke und zwei Einfallspinsel. Ich frage mich, warum hier eine Klingel ist. Damit riefen wir gewöhnlich die Kinder zum Abendessen. Die Wachen sehen aus, als würden sie schießen, wenn ich versuche, näher zu kommen. Können wir die benutzen? Würde das sie nicht auf uns aufmerksam machen? Ups, Sie haben recht. Ach, na dann. So, wollen wir denn hier... Nee, nicht die leere Flasche, davon haben wir schon zwei da rumstehen. Hier. Voll an den Kopf werfen.
Ich kann es Ihnen nicht direkt geben. Aber ich kann es in Ihre Nähe legen. Sag mal, wen verarschst du hier eigentlich, Mädel? Ich muss einen Weg finden, die Aufmerksamkeit der Wachen zu gewinnen, damit sie das Fass entdecken. Was war das für ein Geräusch? Na, die ist bestimmt kein Licht aufgegangen. Hey, schau dir das an. Das ist ein Rumsaß. Wir sollten das prüfen. Achte darauf, dass es nicht verdorben ist. Ich schätze, ein paar Schlucke Grog tun niemandem weh. Neuem Hirnschaden kann es auf jeden Fall nicht mehr. Ist ja keins mehr da. Nicht mal abgewischt. Könnt auch gleich miteinander knutschen, Jungs. Oh, das ist starker Grog. Ist der Kumpel von harter Tobak. Ich kann deine Flasche nicht halten. Wow! Es wirkte schneller, als ich dachte. Können wir die Birne wieder einsammeln? Nein, können wir nicht. Büsche und Pflanzen. Oh, ich kann Elisabeths Geschmack, was Pflanzen angeht, nicht bemängeln. Sie sind wunderschön. Na, gleich mal mitnehmen. Ich habe keine Zeit zum Rasenmähen. Das sind Pflanzen, die pflückt man. Man mäht doch keine Pflanzen. Wie bist du denn drauf? So schön mit dem Rasenmäher übers Beet drüber. Nee. Oh, diese Statuen sind hässlich. Tja,
Was ist das hier? Ein hohler Baum. Mhm. Ist auch ganz schön grün dafür, dass er so hohl ist. Dieser Baum ist hohl. So wie deine Aussage gerade. Was ist das denn? Nein, kannst du nicht von da gucken. Ach. Ist dieser Name nicht ein wenig überheblich? Glauben Sie? Elizabeth sagt, es gibt keinen Grund, sich für unseren Reichtum und unseren Erfolg zu schämen. Mhm. Ah, ich verstehe. Es war Ihre Idee. Die Größe und Qualität dieses Herrenhauses ist der Beweis für Briscoes Erfolg. Seine ausbeuterischen Fähigkeiten. Fußmatte. Auf der Fußmatte steht das Wort Willkommen. Auf der anderen Seite steht Geh zur Hölle. Ein Witz eines Kaufmanns. So, können wir jetzt rein? Oh, sie ist abgesperrt. Ich glaube, ich habe drinnen ein Geräusch gehört. So, du hast doch bestimmt einen Schlüssel. Signor Briscoe. Ja, Captain? Das Haus sieht abgesperrt aus. Wie kommt man am besten hinein? Durch die Tür. Es gibt nur einen Weg, durch die Vordertür. Wenn es nur einen Weg gibt, warum nennt man es dann Vordertür und nicht Tür? Weil das Wort Vorder kann man sich verkneifen, wenn es keine Hintertür gibt. Haben Sie einen Schlüssel zur Tür? Ich sagte bereits, Simpkins hat mir meine Schlüssel abgenommen. Was ist mit einem Zweitschlüssel? Elizabeth versteckte immer ein paar, weil ich meinen immer verlor. Sie gab auch einigen unserer Freunde ein paar Ersatzschlüssel. Welche Freunde? Ich weiß nicht. Ich schaue mich mal um. So, sechs Tanten. Ab an die Docks. Ach, wie schön flüssig das läuft. Wenn hier noch zwei Leute sind. Hallo, Nell. Hallo, Morgan. Hat Elizabeth Briscoe deinen Eltern jemals einen Ersatzschlüssel gegeben? Möglich. Ich habe alles, was meine Eltern hinterlassen haben, hier in einen Topf gelegt. Ich schau mal nach. Ich habe diesen Schlüssel gefunden. Aber ich bin nicht sicher, wofür er ist. Aber du kannst ihn gerne haben. Danke, Mel. Warte, du bändelst doch nicht mit Mr. Briscoe an, oder? Er ist ein verheirateter Mann. Natürlich nicht. Ich helfe ihm, seine Frau vor Simpkins Männern zu retten. Na dann. Ach, dann beeil dich besser. So, sechs Tanten. Nee, ja. Genau. Ist bestimmt richtig.
Beeilen Sie sich, Morgan! Ja? Ich bin sicher, Elizabeth geht es gut. Wo zur Hölle warst du, Thomas Briscoe? Gib keine unfertigen Ausreden von dir. Du hast meine Dinnerparty für die Hamiltons verpasst. Hör zu, mein Liebes. Wag es bloß nicht, Süßholz zu raspeln. Ich gehe nicht davon aus, dass du dir nur im Geringsten vorstellen kannst, wie beschämt ich war. Sie sind zu ihrer Suche aufgebrochen, ohne es ihrer Frau zu sagen? Es ist so, dass... Das wird dich teuer zu stehen kommen. Entschuldigen Sie, Elizabeth. Also, wen es nicht teuer zu stehen kam, war den Leuten hier von dem Studio, die das Spiel programmiert haben, weil das ist schon wieder dieselbe Sprecherin hier. Mann, die haben echt nur 3 Leute bezahlt, wa? Ja. Ich werde sie sofort befreien. Sind sie in Ordnung? Naja, geistig nicht, aber körperlich... Natürlich. Ich bin es gewöhnt, gefesselt zu sein. Okay. Hast du uns irgendwas zu sagen? Ein kleiner SM-Freund. Ich bin eher unglücklich darüber, dass mein Schmuck gestohlen wurde, während ihr euch herumgetrieben habt. Es tut mir leid, Elizabeth. Wir holen ihn wieder zurück, nicht wahr, Captain? Gewiss. Natürlich werden wir das. Ist irgendetwas vorgefallen, als Hillary Simpkins und seine Männer hier waren? Sie waren unheimlich rüpelhaft. Rüpelhaft. Ich fragte sie, ob sie Nachmittagstee und Gurkensandwiches wollten, und sie lehnten mein nettes Angebot ab. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Oh, wirklich? Manche Leute wurden nicht besser als Tiere erzogen. In Simpkins Fall ist das eine Beleidigung für die Tiere. Dieser widerwärtige junge Mann, den er hier ließ, nahm etwas aus seinem Schreibtisch, Thomas. Ich war gefesselt, deswegen konnte ich ihn nicht aufhalten, aber ich war absolut rasend. Er hat seine dreckigen Fingerabdrücke überall auf meinen schönen polierten Möbeln hinterlassen. Dieser dreckige Schüft? Eigentlich auf den Boden kackt. Senior Briscoe? Ja? Lieben Sie Ihre Frau nicht? Natürlich liebe ich sie. Warum haben Sie hier dann nicht von Ihrer Suche erzählt? Es war der einzige Weg, dass sie die Idee nicht ablehnt. Haha, Captain Simpkins wird sich über den kleinen Edelstein freuen, den ich gefunden habe. Wie willst du das wissen? Du kannst doch nicht mal lesen. Also, ich habe ihm gesagt, was es ist. Er hat mich bedroht. Ja, ich habe gesagt, ich würde Brandy auf ihren Teppich schütten, wenn sie es nicht tut. Und dann hast du es sowieso getan, du Halunke. Jetzt versenke ich die Windsor Maid! Nein! Gut gepolsterten Arsch, so wie der da wegsprang, wegbounste, boing, boing, boing. Schau, was du gemacht hast. Das Feuer kommt woanders hin. Oh nein! Er hat uns in eine Falle gelockt.
Wir müssen entkommen und die Gegenstände zurückholen, die Simpkins gestohlen hat. Ich muss unbedingt meine Crew über Arnos Pläne benachrichtigen. Mein Teppich! Der Brandy hat meinen Teppich angezündet. Wir müssen fliehen, bevor wir bei lebendigem Leib verbrennen. So, und jetzt beginnt ein kleines Spiel auf Zeit. Und zwar, ich habe mir das gut notiert hier, hoffe ich zumindest. Wir brauchen... die Geldbörse. Ich hatte meine blauen Diamanten in dieser Handtasche. Ich schätze, die Handtasche wird Ihnen nicht fehlen. Wir brauchen die Pistolen. Ich könnte das Schießpulver benutzen, wenn ich einen angemessenen Behälter hätte. Wir brauchen die Eisenstange. Diese Eisenstange wird als Schürhaken für das Feuer benutzt. Sie kann vielleicht nützlich sein. So, wir haben jetzt das geht nicht. Das geht auch nicht. Die Pistolen scheinen mit Schießpulver gefüllt zu sein. Ja. So, ihr seht schon, wie sich das hier mit Rauch füllt. So, das Schießpulver kommt in die Eingangstür. Komm schon! Ich brauche nur eine Lunte. So, dann nehmen wir unser Schwert und zerschleißen die Gardinen. Eine dieser Fransen kann vielleicht nützlich sein. Ja, dann laber nicht und mach. Können Sie es wagen? Diese Vorhänge werden Sie mir zurückerstatten. Schnauze. Hier liegt nichts an deinen blöden Vorhängen, solange Morgan uns retten kann. Ich. Du. So, die Fransen mit der Tür. Nur nicht beeilen. Jetzt ist es fertig. Genau. Und da wir noch nicht genug Feuer gemacht haben, machen wir noch mehr Feuer. Los geht's!
Bumm. Nicht bumm. Genau. Ich spreche dieselbe Sprache, wie man hört. Was machen Sie hier? Wir müssen das Feuer löschen. Ich fordere Hilfe an. Elizabeth und ich kümmern uns ums Feuer, während Sie Arno aufhalten. Danke. Bitte. Fangen Sie Arno, bevor er die Insel verlässt. Benutzen Sie die nach links und nach rechts Taste, um Morgaine zu steuern. Das Dreieck oben auf dem Bildschirm zeigt Ihnen, wo Arno ist. Sie starten mit 3 Leben. Wenn Sie ein Hindernis berühren, verlieren Sie ein Leben. Das Spiel ist beendet, wenn Sie keine Leben mehr haben oder die Zeit abgelaufen ist. Sehr schön. Machen wir im nächsten Video. Bis gleich.